Weiß und Blau, der offizielle Löwen-Podcast mit Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge 5 von Weiß und Blau, dem neuen offiziellen Löwen-Podcast, präsentiert von die Bayerische. Ja, neu, ihr habt es mitbekommen, ein Relaunch des Formats, bei dem auch ich heute der Moderator sein darf. Zusammen mit Claudia Pichler und Sebastian Schech wechseln wir uns ja immer wieder ab bei diesem neuen Format. Und wer mich noch nicht gesehen, sondern nur gehört hat aus der Vergangenheit, mein Name ist Jan Mauersberger und ich freue mich, dass ich auch heute wieder einen Gast bei mir sitzen habe, der sich für diese Saison sehr viel vorgenommen hat. Letzte Folge, unser Kapitän Jesse Verlaat. Ja, und in dieser Folge, Folge 5, unsere Nummer 37, unser Neuzugang. Herzlich willkommen, Marlon Frei. Servus, ich freue mich, da zu sein. Ja, wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast, das neue Podcast-Format, und du möchtest was von dir preisgeben, und vielleicht hast du die eine oder andere Folge in der Vergangenheit schon gesehen. Da geht es um den Menschen, und deswegen auch die erste Frage: Was für ein Mensch ist Marlon Frei? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass ich ein sehr positiver Mensch bin, der eigentlich versucht, immer gute Laune zu haben, der versucht, Spaß reinzubringen oder auch mit Spaß durchs Leben zu gehen. Und in erster Linie bin ich Familienmensch. Ich bin Familienvater und das heißt, neben dem Fußball, wo ich ein bisschen versuche, neben Platz Spaß zu haben, auf dem Platz seriös zu sein, habe ich auch Verantwortung, neben Platz zu tragen, und das macht mich aus. Ja, das zeigt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch deine Art und Weise, wie du hier dich am Trainingsgelände bewegst. Tatsächlich, wir kannten uns nicht, hatten das ein oder andere Fotoshooting zwar zusammen, was ich organisieren durfte für Trikots, aber du bist jemand, der immer irgendwo positiv übers Trainingsgelände geht, auch Mitarbeiterinnen irgendwo herzlich grüßt. Also das ist mir persönlich schon aufgefallen. Ja, ich versuche halt, jeden Menschen gleich zu behandeln. Ich meine, wir sind nichts Besonderes, nur weil wir Fußball spielen. Wir sind ganz normale Menschen, und ich finde, dass man jedem Menschen mit Respekt begegnen sollte. Und auch wenn man jemanden nicht kennt, sollte man die Menschen immer grüßen und höflich zueinander sein, weil ich finde das wichtig, dass man, wenn man zusammen für einen Verein arbeitet, egal ob es auf dem Platz ist oder neben Platz ist, dass man sich versteht, dass man sich grüßt, und vor allem mit einem Lächeln. Ich glaube, das ist so die Message, die ich mitgeben kann. Immer lächeln, wer weiß, ob jemand anders einen schlechten Tag hat. Vielleicht kann man ihn dadurch halt den Tag ein bisschen so versüßen, und deswegen versuche ich, immer ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Das war fast schon das Schlusswort. Dabei haben wir gerade erst angefangen. Ja. Tatsächlich so die Vorboten rund um deinen Wechsel hier nach München, die waren ja zumindest auf den ersten Blick erstmal ganz anders. Mal und frei, Tätigkeit kurz vor Saisonende, wegen Nachtretens. Was war da los? Ja, also ich glaube, wer mich kennt, das ist mir vorher noch nie passiert. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Gelbsperre gehabt wegen 5 gelben Karten, geschweige denn eine rote Karte. Ich muss sagen, dass in der Phase halt auch, war ich sehr emotional geladen, weil ich wusste eigentlich schon so für mich selbst, es kann sein, dass es eventuell woanders hingeht. Spieler, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe, wurden vor dem Spiel verabschiedet. Und dann war es halt eine hitzige Partie, wo es für uns eigentlich nicht mehr um so viel ging, aber man will als Fußballer trotzdem immer gewinnen. Deswegen gab es da vorher schon, bisschen Trash-Talk auf dem Platz, bisschen aggressivere Zweikämpfe, und dann ist mir leider, beziehungsweise habe ich leider das erste Mal in meiner Karriere die Kontrolle verloren, dass ich nach dem Zweikampf noch nachgetreten habe, was ich dann in dem Moment auch direkt bereut habe, aber das konnte ich halt leider nicht wieder gut machen, und es war mir auf jeden Fall eine Lehre, und ich hoffe, beziehungsweise ich denke, dass mir das nicht mehr passieren wird. Zumindest für Saarbrücken ging es in dem Spiel noch um einiges, vielleicht auch deshalb einfach die aufgeladene und hitzige Debatte. Ja, wie gehst du mit so einer Situation um? Du hast gerade schon gesagt, Saisonende, so ein bisschen unsicher, wie es für dich weitergeht. Ja, genau, also wie bin ich mit so einer Situation umgegangen? Ich wusste, dass ich schon mit 60 zum Beispiel auch im Gespräch war. Ich wusste, dass für die Verhandlungen, beziehungsweise auch eventuell, ob es überhaupt klappen würde, dann schwer sein kann für mich. Deswegen war ich in dem Moment auch ein bisschen geknickt und auch sauer auf mich, weil im Fußball kann so eine Situation halt auch einen Karriereknick bedeuten, ne? Und deswegen habe ich mir dann gedacht, was soll ich jetzt machen? Ich kann nur die Situation versuchen zu erklären, warum mir das passiert ist, obwohl ich es selber nicht erklären konnte.
und versuchen zu zeigen, ey, das ist eine einmalige Sache gewesen, ihr könnt mir trotzdem vertrauen, wenn ihr mich holt, dann macht ihr sicherlich nichts falsch. Und habe danach auch direkt versucht, positiv zu sein, und mit der Unterschrift dann wusste ich, worauf ich mich einlasse, und dann habe ich versucht, einfach ganz normal in die Vorbereitung zu gehen, als ob ich halt keine Sperre absetzen muss. Und dass in München der Kampf immer ganz wichtig ist, das hast du wahrscheinlich schon aus deinen Partien auch gegen die Löwen mitbekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass 60 ein ganz besonderer Verein ist, mit sehr viel Tradition. Ich habe halt vielleicht den leichten Vorteil auch, dass ich mit Duisburg und Lautern auch zwei andere Traditionsvereine bisher in meiner Vita hatte, wo ich weiß, worauf es ankam. Und deswegen ist mir schon bewusst, was hier die Fans vor allem erwarten. Also klar, man will auch vielleicht schön Fußball sehen, aber in erster Linie ist da schon der Kampf und so dieses Herz auf dem Platz lassen, das Wichtigste, würde ich sagen. Das sind hier ganz, ganz wichtige Tugenden, die du gerade genannt hast, definitiv. Ja. Wie warst du dich, in München angekommen zu sein? Ich denke, da gibt es einige Hürden, die man als Familie dann auch nehmen muss. Wohnungssuche, neues Start, neues Umfeld. Wie war das für euch? Boah, ich muss sagen, wir haben ja zum Glück schon vor der Vorbereitung hier den Vertrag unterschrieben, dass wir uns ein bisschen vorbereiten konnten. Ich muss sagen, dass wir sehr, sehr viele Wohnungen angeschrieben haben, relativ wenige Antworten bekommen haben. Ich glaube, das ist normal hier. Wir hatten dann aber trotzdem eine Woche vor Vorbereitungsstart die Möglichkeit, einen Tag hier nach München zu kommen, um 7 Wohnungen anzugucken, und hatten dann auch, muss ich sagen, Glück, dass wir direkt eine Wohnungszusage bekommen haben zum 1.7. Deswegen habe ich dann auch entschieden, dass ich die erste Woche im Hotel hier alleine wohne, weil es für den Kleinen dann halt auch und für meine Frau dann halt, ja, sag ich mal, nicht die beste Voraussetzung wäre, dann zu dritt im Hotel zu sein und von da aus auch nicht so gut wegzukommen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass die beiden erstmal in Düsseldorf geblieben sind. Und zum 1.7., wo ich dann aus dem Trainingslager zurückgekommen bin, sind wir dann direkt in die Wohnung eingezogen und konnten dann hier als Familie starten. Und wo ich sagen muss, dass wir uns eigentlich relativ schnell gut eingelebt haben. Es hat alles sehr, sehr gut geklappt, auch mit den Möbeln. Wir haben viele Möbel aus Düsseldorf mitgebracht, konnten uns dann schnell wie zu Hause fühlen. Und das war mir extrem wichtig, dass sich halt auch meine Familie dann wohlfühlt, weil es für mich immer einfacher ist. Ich habe dann die Mannschaft, ich lerne direkt schnell Leute kennen. Das ist für meine Frau jetzt nicht so einfach wie für mich. Und deswegen war es mir wichtig, dass man sich direkt wie zu Hause fühlt. Ja, du hast gesagt, Anfang Juli war ja eh noch Trainingslager, genau. In welche Richtung Münchens hat sich verschlagen? Hast du irgendwie vorher mal die Stadtkarte in dem Plan von München aufgemacht und gesagt, da und da und da, die Stadtteile wären ganz gut? Ich muss sagen, ich hatte vorher keine Ahnung. Ich habe einfach geguckt, wo das Trainingsgelände, wo das Stadion liegt, in welchem Stadtteil. Habe dann versucht, so nah wie möglich halt, was leider nicht funktioniert hat. Deswegen wohne ich jetzt Grenze Trudering, Haargrundsau, also schon fast aus München raus. Mhm. Aber da hat dann alles gepasst. Und ich muss auch jetzt sagen, nachdem ich jetzt 2 Monate da wohne, dass die Wege für mich relativ entspannt sind. Also ich habe eigentlich kaum Verkehr zum Trainingsgelände. Ich komme relativ gut in die Stadt. Wir haben auch direkt eine S-Bahn-Haltestelle, wo man dann direkt zum Marienplatz fahren kann. Und direkt den, ich weiß nicht, wie der Riemersee, Bugersee nennt man den, glaube ich. Der ist bei uns in der Nähe. Und deswegen, das passt. Wir haben viele Möglichkeiten, um spazieren zu gehen mit dem Kleinen. Gute Anbindung überall hin. Deswegen bin ich da sehr zufrieden mit der Wohnungswahl. Und deine Frau ist direkt mitgezogen, hast du gesagt. Ist wahrscheinlich noch in Elternzeit. Genau, sie ist noch in Elternzeit. Die kümmert sich jetzt auch erstmal um den Kleinen. Ist wichtig, dass unser Sohn viel Liebe bekommt, viel Aufmerksamkeit. Da setzen wir so die Prioritäten. Und deswegen ist es schon gut, dass sie erstmal noch in Mutterzeit ist. Wie heißt er denn? Kilian. Kilian, ja? Genau. Sehr schöner Name. Ja. Gibt es ja auch in der Mannschaft bei den Löwen. Genau, mein Sohn wird mit Y geschrieben, also okay. KY und nicht wie Kili hier. Aber ist schon lustig, wenn im Training dann Leute Kili oder Kilian rufen, dann suche ich manchmal schon, wo steht mein Sohn? Also ist ein cooler Name. Kilian hat einen coolen Namen und mein Sohn auch. Und kurz vor Weihnachten ist er zur Welt gekommen. Erzähl mal, ich bin selber Jungvater, also von daher, ich glaube, ich kann so ein bisschen nachempfinden, aber vielleicht die Zuschauer und Zuhörer da draußen, wie ist das? Was war das für ein Gefühl? Ja, was war es für ein Gefühl? Es war ein ganz, ganz besonderes Gefühl, sehr, sehr schöner Moment für uns. Ich glaube, der Moment auch, wo wir erfahren haben, dass meine Frau schwanger war,
Es war was ganz Besonderes. Wir wollten, also es war auch so, dass wir relativ schnell dann nach der Hochzeit Eltern werden wollten. Und das ist uns geglückt. Man kennt es ja sonst, es klappt ja auch nicht immer direkt. Deswegen muss man da auch immer dankbar für sein. Und schon alleine die Schwangerschaftszeit, diese 9, man sagt ja schon fast eigentlich 10 Monate, wie man sieht, wenn der Bauch wächst und alles so näher kommt. Und dann ist dann die letzte Phase und die dauert dann doch nochmal länger, weil man es halt einfach nicht mehr abwarten kann. Und ja, ich muss sagen, ich war beim Training, als es losging, habe dann einen Anruf bekommen und wurde während des Trainings vom Platz geholt. Ja, da habe ich schon gesagt, vorher war ich nicht so nervös, aber genau als der Anruf dann kam, als dann wirklich losging, bin ich ja schon nervös geworden, wollte auch so schnell wie möglich nach Hause. Und als ich den Kleinen dann das erste Mal im Arm hatte, ja, habe ich alles um mich herum vergessen. War sehr, sehr glücklich, dass es meiner Frau und dem Kleinen gut ging. Und ja, also unbeschreiblich, ich muss sagen, da vergisst man halt auch die anderen Sachen, also man vergisst dann die anderen Sorgen, man hat dann auf einmal ja sein eigenes Fleisch und Blut und man weiß auf einmal, boah, das ist das, was so Liebe und was Leben wirklich ist, dass du deine eigene Familie dann ab dem Moment hast und noch mehr Verantwortung, worum du dich kümmern musst. Und ja, das hat mich sehr, sehr erfüllt, muss ich sagen. Das war natürlich gut, dass dann direkt die Weihnachtszeit, die etwas ruhigere Zeit dann angestanden ist. Da konnte man sich dann auch erstmal ganz gut kennenlernen. Genau, also man muss sagen, es war ja die längere Winterpause. Das heißt, wir hatten relativ schnell auch wieder Training. Aber ich habe jede freie Sekunde genutzt, um die mit meinem Sohn zu verbringen. Und es ist eine sehr, sehr intensive Zeit. Vor allem die ersten Wochen war ja alles Neues. Man muss ja selber auch alles erstmal kennenlernen. Wie funktioniert was, Pampers wechseln, alles Mögliche, ne? Ja. Wann hat er Hunger, wann ist er müde? Das sind ja alles so Sachen, die man erstmal lernen muss. Und ich denke mal, das haben wir gut gemeistert. Und ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag, beziehungsweise es ist ein sehr, sehr schönes Kapitel in meinem Leben. Aus dem Umfeld habe ich auf jeden Fall gehört, dass du ein sehr, sehr liebevoller Vater sein sollst. Und das ist ja sehr schön. Ich gebe mein Bestes. Also freut mich, wenn sowas gesagt wird. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, so der Fokus liegt darauf, viel Aufmerksamkeit, viel Liebe zu geben. Das sind halt Sachen, die ich versuche zu vertreten und auch an meinen Sohn weitergeben möchte. Und das als Fußballer kann man das ja noch so ein bisschen sagen, da hat man halt dann doch auch noch ein paar Stunden mehr Zeit am Tag und das ist natürlich auch schön. Genau, das ist der Vorteil, wenn man ja nicht von 8 bis 17 Uhr arbeiten muss, dann hat man noch mal ein bisschen mehr Zeit für die Familie, kann auch die Frau dann ein bisschen mehr entlasten und das ist dann natürlich der Vorteil. Wie groß ist deine Familie? Du hast einen Bruder, der auch Fußball spielt, das habe ich so gesehen auf transfermarkt.de. Genau, also ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger als ich. Ich habe noch eine kleine Schwester, okay, die ist 5 Jahre jünger als ich. Ja, und dann halt Mama, Papa. Aber wir sind an sich trotzdem auch eine große Familie. Also meine Mutter hat 6 Geschwister, eine Schwester, 5 Brüder. Also sind die Familienfeiern schon immer relativ groß, würde ich sagen. Und ja, mein Vater ist Einzelkind, aber also ich komme aus einer relativ großen Familie. Also haben die sich natürlich auch gefreut, die Großeltern. Ja, genau, also ich bin von meinen Geschwistern der Erste, der ein Kind hat, dann ist natürlich nochmal was Besonderes für meine Eltern und ja, da hat sich auf jeden Fall jeder riesig gefreut. Wir hatten letzte Woche im Podcast Jesse Verlat, klar, der Name Verlat im Fußball sagt einem was. Wie bist du zum Fußball gekommen? Hat dein Dad auch Fußball gespielt oder war das völlig... Ich muss sagen, mein Vater hat kein Fußball gespielt, aber halt meine ganzen Onkels. Und ja, gefühlt bin ich schon, ja, sobald ich was halten konnte, hatte ich einen Ball in der Hand. Sobald ich laufen konnte, habe ich versucht, gegen Ball zu treten. Ich habe auch relativ früh dann mit dem Fußball angefangen. Ich glaube, mit 4 habe ich das erste Mal im Verein gespielt. Und von da aus, ja, hat es mir Spaß gemacht, habe... ja, mit Freunden gekickt und bin ja dann relativ schnell auch schon in die Jugend nach Leverkusen gewechselt. Deswegen, ja, glaube ich, dass mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Also ich wurde ein bisschen auch zum Fußball eventuell gedrängt, weil meine Familie schon fußballverrückt ist. Ja. Und ja, wie gesagt, meine Onkels haben alle Fußball gespielt. Die haben dann auch in dem Verein gespielt, wo ich angefangen habe. Und von da aus ging es dann einfach weiter. Und daraus wurden dann, ich habe jetzt...
den Überblick verloren, mindestens mal 10 Jahre in der Jugend und dann noch einige Jahre in der ersten Mannschaft von Bayer Leverkusen. In Summe wirft uns dann 14 Jahre. Genau, 2004 bin ich zu Leverkusen gewechselt mit 8 und bin dann alle Jugendmannschaften durchgelaufen. War dann das erste Mal, glaube ich, bei den Profis als jüngerer Jahrgang in der A-Jugend, habe ich das erste Mal mittrainiert. Das erste Mal ins Trainingslager bin ich, glaube ich, gefahren als älterer Jahrgang in der A-Jugend. Und als ich dann aus der A-Jugend rausgekommen bin, in meinem ersten Jahr bei den Profis durfte ich dann auch ein paar Spiele absolvieren. Ja, und in Leverkusen hast du dann auch deine ersten Bundesligaspiele tatsächlich absolvieren dürfen. Als junges Talent, 10 Jahre in der Jugend dafür gearbeitet und dann plötzlich beim Heimatverein aufzulaufen, das ist mit Sicherheit was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Also man arbeitet ja seine ganze Kindheit darauf hin. Ich glaube, sehr, sehr viele Kinder haben diesen Traum. Und man muss schon sagen, dass man auch sehr viel Zeit aufgibt, also sehr viel Freizeit, viel Zeit mit seinen Freunden, vor allem dann in dem Alter, wo es vielleicht Richtung Party und so geht. Wenn viele deiner Freunde sagen, ey, komm, lass doch feiern gehen, du aber am nächsten Tag ein Spiel hast und nicht mit kannst, verpasst man schon die eine oder andere Geschichte, aber am Ende wusste ich, wofür es gut ist. Ich hatte dieses Ziel halt immer vor Augen und ich habe es halt auch mit sehr viel Liebe und Hingabe gemacht und wusste, dass halt eigentlich, ja, das mein Ziel ist und ich das erreichen möchte. Und als ich es dann geschafft habe, das erste Mal in der Bundesliga eingewechselt zu werden, ja, war halt ein sehr, sehr besonderer Moment. Das glaube ich. Und dann ging es für dich erstmal leihweise zum 1. FC Kaiserslautern, hast du gerade eben schon gesagt, auch ein Traditionsverein. Auf dem Betzenberg zu spielen, ist auch eine ganz besondere Atmosphäre, um dann wieder zurück zu Leverkusen zu kommen, um dann einen Schritt zu gehen, der auf den ersten Blick irgendwo vielleicht ein bisschen unorthodox, sagen wir mal, aussehen mag, zu PSV 2. Genau, also man muss sagen, nach dem Jahr, wo ich Bundesliga gespielt habe, es waren 9 Bundesligaspiele, dann durfte ich auch 2-mal in der Europa League ran und einmal im DFB-Pokal. Ist wie üblich, wenn man sich dann für die Champions League qualifiziert, dann holt Leverkusen nochmal andere Spieler. Als junger Spieler ist dann schwer, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Dann hat man die Entscheidung getroffen von Vereinsseite und auch von meiner Seite aus, dass vielleicht gut wäre, ein Jahr in der zweiten Liga Erfahrung zu sammeln. Deswegen hatte ich mich dann für Lautern entschieden, wo ich aber sagen muss, dass ich darauf dass er nicht so vorbereitet war. Also ich wusste nicht, was für ein Fußball in der zweiten Liga gespielt wird, worauf es da ankommt. Ich war noch jung, das erste Mal auch dann 300 Kilometer weg von zu Hause. Muss sagen, dass dieses Jahr für mich sehr, sehr schwer war. Also ich war, glaube ich, noch nicht vom Kopf her so bereit, dann auch mit schlechten Phasen umzugehen, weil ich dachte, okay, du hast jetzt Bundesliga gespielt, jetzt geht es von alleine einfach weiter aufwärts. Da bin ich dann zurück in der Realität angekommen, würde ich sagen. Da habe ich in diesem Jahr sehr, sehr viel mitgenommen, auch was so Enttäuschung angeht, wie man dagegen ankämpft. Und das hat mich mental auf jeden Fall sehr, sehr stark gemacht. Hatte mich dann auch mal mit einem Mentaltrainer nach dieser Saison zusammengesetzt, um die Sachen auch zu verarbeiten, um zu gucken, wie geht man mit Enttäuschung um oder wie kommt man aus diesen Phasen raus, wenn es dann nicht so läuft. Weil wenn du halt auch in dem Leihjahr nicht viel spielst und dann zurück zum Bundesligisten kommst, heißt ja, okay, du fängst aber nicht da an, wo du den Verein verlassen hast, sondern du fängst nochmal vielleicht einen Schritt weiter hinten an. Und das war dann so der Trainer, der mir mein Bundesliga-Debüt gegeben hat, also geschenkt hat, Roger Schmidt. Der war dann auch weg, der wurde entlassen. Das heißt, es war ein neuer Trainer da, der kannte mich gar nicht. Heiko Herrlich war das. Genau, Heiko Herrlich. Aber da musst du dir halt auch erstmal wieder Standing erarbeiten. Ich sag mal, ich wurde dann eher wieder als Jugendspieler angesehen, musste mich wieder heranarbeiten, war dann auch relativ oft wieder im Kader. Ich habe dann aber nicht mehr gespielt. Also ich habe keinen weiteren Einsatz bekommen bei meiner Rückkehr im letzten Vertragsjahr. Und mit dem Jahr in Lautern war es dann so, dass ich fast 1,5 Jahre kein Pflichtspiel bestritten habe. Und dann ist es in dem Geschäft halt auch so, dass schnell vergessen wird, was davor war. Und dann habe ich mir überlegt, was soll ich machen? In Deutschland gibt es jetzt gerade nicht so die Option. PSV Eindhoven ist ein großer Verein in Holland. Wenn ich über die U23 dahin wechsle, besteht vielleicht die Möglichkeit, dass ich über Leistung in die erste Mannschaft komme und dann bin ich direkt wieder bei einem Verein, der um die Meisterschaft in dem eigenen Land spielt und der sich meistens für die Champions League beziehungsweise dann für die Europa League qualifiziert. Und das war so der Gedanke dahinter, warum ich dahin gewechselt bin. Wie würdest du den Fußball zwischen erster und zweiter Liga denn einordnen? Ich glaube, dass der Fußball in der zweiten und dritten Liga ist schon auch sehr mannorientiert, viel mehr Kampf, weniger so Fokus auf das Fußballerische.
Und in der ersten Bundesliga, würde ich sagen, hat man ein bisschen mehr Freiräume, weil es eher taktischer ist. Man ist nicht immer Mann auf Mann drauf, sondern man verschiebt als komplette Mannschaft, wartet eher auf einen schlechten Ball, um dann Druck auszulösen, um dann in Umschaltmomente zu kommen. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Natürlich ist das Tempo schneller, aber ich finde, dass, also für mich war es damals so, dass die Zweitliga kampfbetonter war als die Bundesliga. Und als junger Spieler dachte ich, ah, ich gehe in die zweite Liga. Wir spielen ja auch ein bisschen Fußball. Das war dann halt nicht so auf, wo ich dann im Training angekommen bin. Dann wollte ich halt auch mal umgehauen, habe direkt mal gespürt, ah, okay, hier ist der Konkurrenzkampf vielleicht auch nochmal ein anderer. Also das sind so meiner Meinung nach die krassesten Unterschiede. Das finde ich total spannend, dass du auch in, ja doch, du bist ja immer noch jung, mit 27, dass du in so einem sehr jungen Alter schon so reflektiert bist und auch mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet hast. Wo kam das her? Ja, also ich glaube, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Berater und der hatte auch gemerkt, dass ich da ein bisschen geknickt war, enttäuscht war. Ich war mit der Situation, würde ich sagen, ein bisschen überfordert, weil ich dann halt auch Angst hatte, boah, wie geht's jetzt weiter? Weil ein Jahr läuft's gut, in dem anderen Jahr denkst du eigentlich, okay, es läuft so weiter, dann kommt's aber genau anders und dann muss man sich halt auch zusammensetzen und gucken, ey, was macht man jetzt? Wie geht man ins letzte Vereinsjahr? Es wird nicht ins letzte Vertragsjahr. Es wird nicht einfacher als davor. Es sind nochmal neue Spieler gekommen. Es ist ein ganz neuer Trainer da. Wie wird die Situation? Also was ist dein Standing? Du gehst ja jetzt nicht dahin und bist dann direkt eine Option für den Kader oder für die Startelf, sondern du bist eher der, der um den Kaderplatz kämpfen muss. Und dann haben wir uns gesagt, was fehlt vielleicht? Dann haben wir uns besprochen. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht wäre es nicht so schlecht, mal darüber zu reden, was auch vom Kopf her wichtig ist, weil es ja im Fußballgeschäft, sage ich, spielt der Kopf eine sehr, sehr große Rolle. Wenn du da nicht stabil bist und dich von Kritik oder von Rückschlägen sehr stark beeinflussen lässt, dann kann es sehr gut sein, dass die Karriere schneller vorbei ist, als es einem lieb ist. Ich finde es wirklich sehr spannend, wie reflektiert und auch ehrlich du auch zu dir selber bist. Das beeindruckt mich tatsächlich schon sehr. Ja, also ich hätte jetzt auch sagen können, ja, ich bin nach Lautern gegangen und die Trainer waren scheiße oder keine Ahnung was, aber im Endeffekt habe ich versucht, so Fußball zu spielen, wie ich es bei Leverkusen gemacht habe. Es war aber eine andere Spielidee, die wir in Lautern hatten und deswegen sah es halt für mich halt, also meine Leistung war dann auch nicht so gut, dass ich sage, okay, ich hätte jedes Spiel von Anfang an spielen müssen. Und dann muss man ja halt auch darüber nachdenken, woran hat es gelegen. Also ich kann ja dann nicht einfach sagen, ja, Trainer waren schuld, dann gehe ich da hin, dann fragt mich der neue Trainer, ja, warum hast du denn da nicht gespielt? Und ich sage, ja, wegen den Trainern. Dann denkt er sich auch, okay, der ist 19 oder 20 Jahre alt, wie der Trainer. So ein bisschen Eigeninitiative oder auch Selbstkritik, glaube ich, das habe ich auch in dem Jahr gelernt, ist sehr, sehr wichtig. Und auch die Arbeit neben dem Platz, dass man vielleicht auch in Phasen, wo es nicht so läuft, aber auch in den Phasen, wo es läuft, dass man auch viel für seinen Körper tun muss oder viel an sich arbeiten muss in den Bereichen, wo du halt vielleicht noch nicht so gut bist. Und das habe ich in dem Jahr mitgenommen und auch gelernt und das hat mich halt dann dahin gebracht, wo ich jetzt bin und hat mich zu dem Menschen halt auch ein bisschen so geformt, der ich bin. Also ich bin sehr selbstkritisch, aber ich weiß halt auch, was ich kann und bin sehr selbstbewusst, würde ich sagen. Und sehr stabil, mental sehr stabil, ja. Du hast gerade gesagt, man muss auch an sich selber arbeiten, auch im körperlichen Bereich. Wir haben in unserem Vorgespräch ein bisschen thematisiert, Fachabitur hast du gemacht, also Haken dahinter, theoretisch dann gegen Ende der Laufbahn, die natürlich noch ein paar Jahre auf sich warten lassen soll. Studieren geht, ginge. Ist das so eine Richtung irgendwo, Sport, Fitness oder vielleicht sogar Ernährung, was dich interessiert? Genau, also ich würde sagen, dass mich Ernährung schon sehr interessiert. Ich hatte, also Stand jetzt habe ich so die Überlegung, dass ich vielleicht Richtung Karriereende so Ernährungswissenschaften studieren werde. Ich habe aber auch das Interesse, eventuell Trainerscheine zu machen, weil ich halt nicht weiß, will ich im Fußball bleiben oder will ich was anderes machen. Aber so die zwei Sachen sind so die Dinge, die mich Stand jetzt interessieren und die für mich Richtung Karriereende das sind, was ich machen will im Moment. Und wie es dann in ein paar Jahren aussieht, ob sich das dann ändert, weiß ich nicht. Erstmal auch gucken, wie lange ich Fußball spielen kann und wo der Weg noch hingeht. Aber das sind auf jeden Fall die,
zwei Sachen, die ich im Hinterkopf habe. Jesse Verlat konnte sich vorstellen, irgendwie ein Tierheim in Portugal aufzumachen. Er ist ja auch jemand, der sehr viel reist. Wie ist das bei dir? Ich habe auf Instagram gesehen, der letzte Urlaub letztes Jahr war in Griechenland. Bist du auch viel unterwegs? Ich sage es mal im Sinne des Reisens, ein Wandervogel. Da muss ich sagen, ich habe jetzt leider noch nicht so viel von der Welt gesehen. Das wäre, also würde ich gerne noch machen. Wir haben jetzt, klar, mit dem Kleinen ist ein bisschen schwer in dem Alter. Ja. Aber sobald er laufen kann, wollen wir dann auch andere Sachen sehen. So Bali würde mich und meine Frau interessieren, Tokio auch, weil mein Schwager war ein Jahr da, okay, und der hat nur Gutes davon erzählt und meine Frau hatte ihn da auch besucht und hat auch nur positiv davon geredet. Deswegen würde ich das gern auch alles mal erleben. Also ich bin schon interessiert auch an andere Kulturen, aber bisher würde ich sagen, war ich noch nicht in so vielen Ländern. Das sind immer so die gleichen Regionen, wo ich in Urlaub geflogen bin, und das sind auch Ziele, die man ja angreifen kann in den Urlauben. Also Griechenland und Ballermann. Also Griechenland, Ballermann auch ab und zu, Dubai. Okay. So, weil wir mögen es sehr, also warm. Ja, im Winter, klar, ist halt warm, im Sommer ist extrem warm, aber da waren wir auch schon das ein oder andere Mal da. Ja, weil die Hotels einfach gut sind. Du hast halt die Shopping Malls klimatisiert. Das heißt, brauchst du sogar fast eine Jacke, damit du dich nicht erkältest. Draußen kriegst du halt fast einen Hitzeschlag. Aber das sind so die Orte, wo wir bisher immer gemeinsam hingeflogen sind. Weil du gerade Ballermann gesagt hast, klar, nach Saisonende geht es dann mit den Jungs dann nach Mallorca. Bringt uns zu einem Thema an. Ich bin auch in zünftiger Tracht heute hier, weil es ja auch so ein bisschen eine Wiesenfolge ist. Die Wiesen für dich noch gar kein Thema gewesen, habe ich so im Umfeld gehört. Für dich war eher Karneval. Du kommst aus Düsseldorf. Genau, also ich komme aus Düsseldorf, da wird Karneval gefeiert. Ja, haben wir immer gemacht, wenn es möglich ist. Klar, mit dem Fußball ist dann halt auch immer, ja, wie so Roulette-Spiel ein bisschen. Wie liegen die Spiele? Passt es gerade? Freitag, Samstag, Sonntag. Genau, wie läuft es auch sportlich? Ist es möglich? Wo hält man sich gerade auch im Verein auf? Also ich war, während Corona hat Karneval ja auch nicht richtig stattgefunden. Da war ich halt in Sandhausen, vorher war ich in Lautern, dann ist man halt auch weit weg von zu Hause. Ja. Jetzt in Duisburg war es anders, aber da lief es dann sportlich ja leider nicht so. Dann war ich schon eher so der Typ, der gesagt hat, ich lasse es dann lieber sein. Mhm. Und ja, Oktoberfest war für mich immer so, da will ich unbedingt hin. Ich habe mir dann sogar alles gekauft, wo ich in Sandhausen war, weil der Weg war dann kürzer als von Düsseldorf. Dann kam halt leider Corona. Deswegen habe ich es bis dahin noch nicht geschafft. Jetzt waren wir das erste Mal komplett als Mannschaft da mit dem am Sponsorenabend. Genau. Es war ja jetzt nicht so, dass wir da hingegangen sind und haben gesagt, ey, wir machen jetzt Mannschaftsabend, sondern es war ja schon eher ein Sponsorentreff. Was ich da gesehen habe, war schon etwas, was mir gefällt. Also wo ich sage, wenn wir jetzt noch mal Zeit dafür hätten und auch der Erfolg ja zulassen würde, dass ich da auf jeden Fall nochmal vorbeigucken würde. Weil ich glaube, dass man da sehr viel Spaß haben kann. Die Stimmung war sehr gut. Und ich glaube, dass wenn man schon in München wohnt, dass man da auch hingehen sollte. Ja, es ist die fünfte Jahreszeit auch für uns in München. Also tatsächlich, das Schöne ist, als Münchner kann man ja theoretisch auch mal noch irgendwie am Abend über die Wiesen laufen, auch mit der Familie an einem Sonntag, wenn schönes Wetter ist. Das ist ja auch familienfreundlich. Es gibt ja viele Fahrgeschäfte, Schießstände. Schießen kannst du ja auch ganz gut, zumindest auf dem Fußballplatz. Und ja, du hast gerade schon angesprochen, den Sponsoren-Partner-Abend. Das ist für uns ja auch der Abend auf der Wiesn tatsächlich, wo die Mannschaft mit dabei ist, wo ja der Trainer natürlich mit dabei ist und viele Partner auf aller Ebenen. Und es ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass man auch die Spieler mit den Unternehmern einfach vernetzt, weil ich glaube, wir sind eine tolle Löwenfamilie und da gehört ihr ganz, ganz besonders mit dazu. Und ich glaube, das macht es auch aus. Wie hat dir der Abend gefallen im Hackerzelt, im Himmel dabei? Der Abend hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also man ist ja auch mit verschiedenen Personen in Gespräche gekommen. Man redet halt auch nicht nur über Fußball, sondern auch mal über die Sachen, die die Sponsoren machen, was deren Aufgabe ist, was deren Arbeit ist, aus welchem Bereich sie kommen. Und das fand ich sehr interessant. Jeder war sehr offen und das ist für uns als Mannschaft auch wichtig, wenn man dann trotzdem auch in der Phase, wo wir da waren, Unterstützung spürt. Also
nach 4 Niederlagen trotzdem auch Zuspruch zu bekommen, dass wir das nächste Spiel gewinnen werden, dass Leute an uns glauben. Das hat uns als Mannschaft, glaube ich, auch sehr gut getan. Und hat man ja gesehen, dass dann zum Erfolg geführt hat. Ja, also für mich war es ein sehr schöner Abend, sehr interessant, das erste Mal auch in so einem Zelt zu sein, die verschiedenen Leute kennenzulernen. Und ja, mit dem Sieg dann am Samstag war es ein gelungener Abschluss für die Woche. Definitiv. Und diesmal musstest du dir gar keine neue Lederhose, neue Tracht zulegen, sondern schon vor der Wiesn, schon vor dem Anstich, seid ihr als Team die Neuzugänge mit Trainer Maurizio Jakobacci zu unserem Löwenpartner Trachten Angermeier gekommen und wurdet eingekleidet. Ja, genau. Also da waren wir auch vor Ort, wurden da auch sehr, sehr freundlich empfangen, sehr gut auch, ja, ich sag mal, beraten. Also eigentlich stand das Outfit ja, aber es wurde uns auch ein bisschen erklärt, wie man was anzuziehen hat, wie man die Lederhose dann auch richtig knöpft. Und ich muss sagen, dass die Lederhose für mich ein sehr, sehr cooles Highlight ist, weil so viele Details da sind, also auch mit dem Löwen vorne drauf. Dann, wenn man die Lasche vorne runter macht, Münchens großer Liebe, diese Eingravur, man sieht halt, dass sehr, sehr viel Liebe zum Detail da war. Und ja, mir hat die Tracht auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ein Klassiker. Und wir haben uns ja auch rund um das Wiesn-Shooting, das Wiesn-Trikot-Shooting ja auch schon ausgetauscht. Ich bediene mich jetzt mal wieder diesem Umfeld bei uns. Man sagt, Marlon Frey, der ist so ein Modeltyp. Also der kann mit der Kamera spielen und ist extrem fotogen. Ja, das höre ich gerne. Also danke für das Kompliment. Ja, ich versuche einfach, wenn man schon dabei sein darf, ich sage, ist ja auch nicht ja, selbstverständlich, dass man dann für die Trikots shooten darf. Ich bin immer froh, wenn ich ausgewählt werde. Ist natürlich auch extra Zeit, die man in Anspruch nehmen muss. Aber ich glaube, wenn man dann ausgewählt wird, sollte man auch dankbar dafür sein und dann auch die Zeit bestmöglich nutzen. Und ja, fotogen, weiß nicht, wenn andere Leute das sagen, freut mich das. Ich versuche dann einfach, ja, das Trikot so gut wie möglich zu präsentieren, sage ich jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber es sind schon einige gute Fotos entstanden, würde ich. Also definitiv, kann man so sagen, ja, definitiv. Der Trikot-Launch ist ja schon erfolgt und das Trikot kommt dann tatsächlich nächste Woche zum Einsatz gegen den SC Verl im einzigen Wiesn-Heimspiel. Da kannst du dich sicherlich auf was gefasst machen. Stimmung rund um die Wiesn. Bei einem Wiesn-Heimspiel immer, also ich meine, die Stimmung im Grünwalderstadion immer fantastisch, aber da nochmal ganz besondere Stimmung. Das wird grandios. Und du hast ja auch einen ganz besonderen Style. Also jetzt gehen wir mal weg von den Trikots, sondern zu deinem persönlichen Style. Lange Haare, ein bisschen Bart, den du länger wachsen lässt, Ohrringe, Tattoos. Wie kommt das? Also ich muss so ganz gefragt. Ja, keine Ahnung, wie kommt das? Also einmal zu meinen Haaren. Man muss sagen, ich hatte als 10- oder 11-Jähriger schon lange Haare, die ich mir dann einfach abrasiert habe, okay, irgendwann. Also ich habe glaube ich so lange die Haare wachsen lassen, um dann nach gefühlt einem halben Jahr meine Haare wieder abzumachen. Wollte es eigentlich dann wieder die ganze Zeit mal machen, hatte aber dann mich dazu entschieden, eher kürzere Haare zu tragen. Und als dann Corona angefangen hat, waren ja die Friseure auch zu, da habe ich es versucht, bin dann aber schwach geworden, habe dann meine Haare doch wieder kurz gemacht und dann kam der Moment vor 2 Jahren, wo ich gesagt habe, komm, du heiratest eh bald, oben lässt du schon mal wachsen, Seiten kannst du immer noch ein bisschen kürzer machen, damit man auch ja, am Hochzeitstag gut aussieht. Ja, dann habe ich es einfach durchgezogen, dann habe ich es geschafft, weil ja dann auch die Nachricht mit der Schwangerschaft kam, dann haben wir gesagt, ey, cool, dann kümmern wir uns eher darum, dass meiner Frau gut geht. Haare sind jetzt erstmal so Nebensache und ja, eventuell lasse ich meinem Sohn auch längere Haare wachsen, okay, und dann fällt es halt ihm auch einfacher, wenn er sieht, ah, Papa hat auch lange Haare. Und so, das war das, was mich so ja, daran gehalten hat, meine Haare dann doch nicht, doch wieder abzuschneiden. Und ja, vom Style her, ich versuche einfach das anzuziehen, was mir gefällt. Also wie gesagt, ich bin ein sehr selbstbewusster Typ. Es gibt wahrscheinlich Outfits oder Leute auch, die sagen, ja, wie zieht er sich an? Bisschen verrückt ab und zu. Aber ich denke, man muss immer das, was einem gefällt, sollte man tragen und davon sollte man auch überzeugt sein. Und ja, Tattoos haben alle eine Bedeutung. Mhm. Wir haben ja eben das Bundesliga-Debüt angesprochen, das habe ich auf jeden Fall tätowiert unterm Ellbogen.
Ich habe sogar einen Löwen tätowiert. Reiner Zufall. Okay. Aber man sagt ja, dass der Löwe der König der Tiere ist. Und für mich, ja, stellt der Löwe Stärke dar. Und das finde ich, will ich halt auch versuchen auszustrahlen. Also ich will ja einmal für mich Stärke ausstrahlen, aber ich will auch Menschen das Gefühl geben, dass sie so sein können, wie sie wollen und so versuchen, Stärke zu schenken. Und ja, sonst habe ich halt viele Tattoos, die Richtung Familie gehen oder Sternzeichen oder halt was mit Fußball zu tun haben, weil das sind so die Sachen, die eine sehr große Rolle in meinem Leben spielen, Familie und Fußball. Und deswegen habe ich mir die Tattoos halt stechen lassen, die ich habe. Gerade bei den Jahreszahlen habe ich schon gedacht, das sind dann eher familienbedingte. Genau, das sind halt die ganzen Geburtsjahre von meinen Geschwistern und von meinen Eltern. Genau, es wird wahrscheinlich auch irgendwann noch ein Tattoo folgen von meinem Sohn, wenn es dann irgendwann die Pause zulässt, weil während der Saison ist halt immer schwer, sollte man eher nicht machen. Und ja, so viel dazu. Also Style ein bisschen so, wie es mir gefällt, so wie ich denke, dass es cool aussieht, ist ja immer Ansichtssache. Und Tattoos halt alle eher Familien, also Familie oder sportbezogen. Und so wie jeder Gast bei uns im neuen Format Weiß und Blau, hast auch du etwas mitgebracht? Genau, man muss sagen, ich dachte, ich stelle einen Gegenstand vor, der für mich wichtig ist. Deswegen, das zeige ich einmal. Genau. Ich habe, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich sage jetzt einfach mal Talisman. Und zwar war mein Schwager in Tokio vor kurzer Zeit und hat mir aus so einem Tempel das schöne Ding hier mitgebracht, was mir Glück im Sport und auch für die Familie geben soll. Und das habe ich halt immer bei mir. Also es ist eigentlich in meiner Kulturtasche, weil dann ist immer vor Ort, ist in der Kabine am Trainingsgelände, auf dem Weg nach Hause, im Auto und halt auch an Spieltagen. Und deswegen habe ich bisher, also ich könnte mein Haargummi hier lassen, weil es schon was Besonderes. Ich würde aber dafür vorschlagen, dass ich vielleicht die Tage nochmal was Vernünftiges mitbringe, das halt auch wirklich Sinn macht. So war, haben wir ein bisschen aneinander vorbeigesprochen, habe es ein bisschen falsch verstanden, deswegen habe ich jetzt leider keinen coolen Gegenstand dabei. Ja, auf jeden Fall eine Geschichte. Das ist, glaube ich, wichtiger als der Gegenstand an sich. Frag nochmal in der Regie. Regie, ist das in Ordnung, wenn er den jetzt nicht da lässt, sondern mitnimmt? Ja, ist in Ordnung. Also ist in Ordnung. Okay, gut. Machen wir das so. Hast du nochmal Glück gehabt. Ja. Nein, Habernd, wir kommen ja gleich nochmal zum Fragenhagel. Das ist so der Abschluss unseres Podcasts. Würde ich direkt mal starten. Die erste Frage auch hier immer, weiß oder blau? Blau. Einfach aus dem Bauch heraus? Einfach aus dem Bauch heraus. Ja, man sagt immer, schwarz und weiß sind nicht wirklich Farben. Blau ist allgemeine Farbe, die ich gerne mag. Vor allem, es gibt ja viele Blautöne, dieses bisschen hellere Blau gefällt mir, würde ich sogar sagen, ist eher so schon meine Lieblingsfarbe und deswegen fällt die Antwort auf Blau. Ich habe mir überlegt, ich stelle dir gleich noch eine Frage zu den Farben. Weiß-Blau oder Blau-Weiß? Ja, Weiß-Blau. Also ich bin ja jetzt ein Löwe und deswegen sage ich mal Weiß-Blau. Wieder weiß-blaue bayerische Himmel. Ja. Zu deinem Style nochmal, Zopf oder Haarband? Mittlerweile bei der Länge würde ich sagen Zopf, weil das Haarband würde sonst das eine oder andere Mal aus meinen Haaren rausfliegen und dann kann man sich nicht so gut aufs Training bzw. aufs Spiel konzentrieren. Kommen wir nochmal zurück zu den Trikots, Heimtrikot oder Away-Trikot? Heimtrikot. Weil die Farben weiß und blau? Ja, ich glaube, also das sind halt die typischen Farben von 60 und ich mag allgemein alle drei Trikots. Muss ich sagen, also ich glaube, ich hatte noch keinen Verein, wo mir alle drei Trikots gefallen haben. Das ist dieses Jahr auf jeden Fall der Fall. Aber das Heimtrikot ist schon was Besonderes. Und weil es einfach die Zeit ist, die fünfte Jahreszeit, Karneval oder Wiesen? Ich sage, vom ersten Eindruck werden mir die Wiesen besser gefallen. Vielseitig. Da wird mir die Wiesen mehr gefallen, habe ich mir von Marco sagen lassen. dass es die Wiesen ist und nicht sind. Oder? Richtig, ne? Ach, da müssten wir tatsächlich Claudia Pichler fragen. Das ist vielleicht mal so ein Auftrag, so eine Hausaufgabe für Claudia Pichler, unsere Moderatorin in diesem Trio von Gastgebern beim neuen Podcast Weiß und Blau, weil sie ja tatsächlich der bayerischen Sprache extrem mächtig ist und da auch für sich
Dialekt erklärt und auch gerne sich mit Sprache aus. Ja, da können wir auf jeden Fall nochmal nachfragen. Werden wir ihr als Hausaufgabe mitgeben. Marlon, letzte Frage. Die Nummer 37 ist wahrscheinlich selbsterklärend, warum die sich durch deine Karriere zieht. Genau, einmal, weil das die erste Nummer war, die ich im Profibereich hatte bei Leverkusen. Ich hatte mich dann bei dem einen oder anderen Verein für eine andere Nummer entschieden. Muss aber sagen, dass ich mit der 37 bisher immer gut gefahren bin bei Leverkusen. Bei Duisburg hatte ich auch eine gute Zeit. Und deswegen habe ich mich dann hier auch für die 37 entschieden, um eine noch bessere Zeit zu haben. Ich habe es mir fast gedacht, deswegen war das nur noch so Haken dahinter. Marlon, es hat mich sehr, sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Toller Typ, toller Charakter. Ich glaube, wir können uns auf ganz, ganz viele tolle Spiele von dir freuen. Natürlich wünschen wir dir alle nur das Beste, Gesundheit und natürlich auch viele Siege im Löwentrikot. Toll, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und weil du sagst, noch viele Siege im Löwentrikot, hoffentlich direkt am Samstag mit dem nächsten Sieg. So soll es sein. Das war die 5. Folge von Weiß und Blau, dem neuen Löwen-Podcast, präsentiert von Die Bayerische. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ja, ich würde sagen, abonniert uns einfach auf allen Kanälen, wo man uns abonnieren kann. Gebt uns Likes, kommentiert auch gerne auf Löwen-TV, wenn ihr den Podcast euch anschaut. Wir sind immer dabei, uns zu verbessern und freuen uns über euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.